Ja, guten Morgen zusammen. Heute ist WippiTV wieder von zu Hause aus startend. Montagmorgen ist immer Misttag sozusagen. Für uns bedeutet das hier Misttag, für andere hat es eine ganz andere Bedeutung. Oh, jetzt habe ich hier meinen Radlader abgewürgt. Handbremse anziehen und neu starten. Ja, heute ist auf jeden Fall viel Arbeit angesagt in Losdorf, Bad Bodendorf. Dazwischen, ihr habt das Waldstück gesehen, da soll es weitergehen. Ich versuche mit dem ADD noch zu sprechen, dass wir den Auftrag bekommen, einen offiziellen Auftrag weiterzuarbeiten, dass die Unternehmer auch bezahlt werden für die Arbeit. Und ihr habt gestern mitbekommen, wie krass das ist, wie viel da noch zu tun ist. Und dementsprechend kann man das nicht für einen guten Zweck machen. Da muss wirklich schweres Gerät hin und das kostet nun mal Geld. Ich bin heute hier, zwei Leute haben Urlaub, deshalb helfe ich hier aus. Und montags wird immer gemistet. Das hier ist die zertifizierte Mistplatte. Und bis Mittag bin ich hier beschäftigt. Dann geht es heute Nachmittag wahrscheinlich Richtung Ahrtal, weil ich noch einen Termin habe mit einem Politiker heute um 16 Uhr, mit dem ich die ganze Lage noch mal besprechen möchte und was nötig ist und einfach ja sozusagen die Notwendigkeit der weiteren Hilfe darstellen möchte. Das wird dann irgendwann am späten Nachmittag in Walpotsheim sein. Und das ist mein normaler Job hier. Montags misten wir auf zwei Reitanlagen und immer wenn irgendwo einer fehlt, dann bin ich meistens mit dabei oder ein anderer Mitarbeiter. So, hier nochmal den Rest geholt. Und das ist eigentlich auch die Arbeit, die viele andere Bauern machen, die unten im Ahrtal helfen. Der Daniel Schmidt zum Beispiel aus Heinsberg erzählte mir, der mistet morgens um 5 Uhr. Der hat 50 Pferde. Er fängt, glaube ich, extra früher an, damit er dann Richtung Ahrtal fahren kann und da weiterhelfen kann. Also total krass, was manche Leute so leisten und das ist unfassbar. Ja, wir misten alle zwei Wochen die Boxen. Wir misten aber jeden Montag hier auf der Reitanlage. Das heißt, die halbe Reitanlage wird dann immer montags gemistet. Ja, mit den tollen Bildern hier verabschiede ich mich. Pferde sind schon draußen. Da hinten seht ihr welche. Da hinten auch. Riesige Weiden hier, die freuen sich im Morgentau hier ihr Gras zu knabbern. Bis dann. Tschüss. So, ich muss noch mal kurz live gehen und zwar bin ich in Walpotsheim. Ich habe jetzt um 16 Uhr einen Termin. Ich bin eh zu spät und ihr seht, was hier an Baustoffen angekommen ist. Das muss jetzt alles runtergefahren werden ins Baustoffzelt, Baustoffzelt Kaiser. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier ein Einbahnstraßensystem haben, dass man hier wirklich in Ruhe entladen kann. Ja, ich bin zu spät. Der Verkehr war einfach so heftig auf der Autobahn, beziehungsweise auf der Autobahnzufahrt. Ich komme von Elsdorf und dementsprechend bin ich etwas zu spät. Aber ich wollte euch das gerade kurz zeigen, was hier los ist. Und überall stehen hier Baustoffe, wahrscheinlich irgendwelche USB-Platten und von hier aus wird es dann runtergefahren zum Baustoffzelt mit kleineren LKWs, weil die Sattelzüge einfach nicht dahin fahren können. Und ihr seht, was hier für ein Verkehr ist. Eine Spur ist sozusagen gesperrt. Das ist wieder rückgängig gemacht worden, Gott sei Dank. Dann bis später. Tschüss. Jungen sprechen, sondern letzte junge Dame. Ja, wir sitzen hier gerade im Helferzelt und hier ist der Horst Gies, mit dem ich mich hier heute verabredet habe für 16 Uhr. Ich war ein bisschen zu spät. Und wir duzen uns ja hier. Horst, Markus, ne? Klar, wir sind ja auch beide Agraringenieure. Genau, genau. Da duzt man sich sowieso. Und ja, bis jetzt war es auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Gespräch. Es hat aber noch einen Grund, weshalb wir jetzt hier sitzen. Und das wird jetzt gerade vorgestellt. Du bist, wer nochmal? Ich bin der Julian. Auch Mitarbeiter, oder was? Genau. Genau. Okay, vom Horst. Stell dich mal kurz vor, bitte. Hallo, ich bin Eva Peters und ich bin eine der Gründerinnen von A-Help, der Seite, die die Hilfe koordiniert. Okay. Und ich bin der Mario, einer der Initiatoren von bautmitauf.de. Dann, wer fängt an? Du, ne? Fängt mit bautmitauf? Nee, ich würde sagen A-Help fängt an, weil A-Help ist alles etwas älter, ja, und schon reifer. Also A-Help ist eine Plattform, auf der sich Hilfesuchende und Helfer koordinieren können.
Und wir haben jetzt auf AHELP verschiedene Kategorien hier. Es gibt die Suche-Kategorie, wo alle möglichen Leute, die Hilfe suchen, quasi, wenn das... Warte, ich klicke mal hier drauf, so. Kann man jetzt quasi ein Hilfsgesuch einstellen. Es gibt jetzt ganz verschiedene Hilfsgesuche, nach verschiedenen Kategorien geordnet. Man sucht zum Beispiel Baustoffe oder Gas oder Haustierbetreuung. Also wirklich, egal was ihr sucht, ihr könnt es auf AHELP einstellen. Und dann können Helfer euch direkt kontaktieren, wenn man jetzt zum Beispiel hier drauf geht, suche, ich kann es nicht lesen, verputzen, jemanden. Also wenn man hier draufklickt, dann sieht man die Information, was derjenige benötigt. Und dann kann man hier die Hilfesuchenden kontaktieren. Auf der gleichen Seite kann man auch Hilfe anbieten. Also wenn ihr Gewerbeflächen oder juristische Beratung, egal was, Medikamente, medizinische Betreuung, alle möglichen Sachen können hier gesucht und gefunden werden. Und halt auch in den Sachspenden, da gibt es dann ganz verschiedene Unterkategorien. Egal was man sucht, Bücher, Essen, Elektrogeräte, können wir mal draufklicken. Wenn ihr quasi ein Elektrogerät sucht, könnt ihr das dann hier finden. Da haben alle möglichen Leute schon ihre Sachen eingetragen, die sie eben spenden möchten. Und wie gesagt, wenn man hier draufklickt, kann man denjenigen halt auch kontaktieren und dann ist auch hier angezeigt, wo sich das Gerät befindet. Ja, super. Genau. Also ihr braucht mich nicht mehr anzurufen, zu sagen, dass ihr einen Kühlschrank überhaupt, sondern richtig. Macht das über welche Plattform? Sagst über ahelp.com. ahelp.com. Ja. An dich nochmal dickes Lob für deine Rede. Kommt hier, ploppt hier schon mal auf. Also die hat mich auch wirklich erreicht und mitgenommen. Ich kann auch nur Danke dafür sagen. Und ich habe eigentlich das wiedergegeben, was ich wirklich empfunden habe. Und ich denke, so ist es auch rübergekommen, wenn man wirklich im Gebiet lebt. Und ich sage das nochmal, mein fast kompletter Wahlkreis ist hier davon geschwommen in dieser Nacht. Und ich lebe ja mein komplettes Leben hier. Und es ist für mich genauso unfassbar, wie für viele, die hier im Ahrtal leben, dass wir so ein Leid hier erleben mussten. Und ich sage eins auch nochmal an der Stelle, verbunden mit ganz, ganz viel Danke. Genauso unfassbar war aber auch die Hilfe, die wir erfahren haben und immer noch erfahren. Und das ist einfach so toll. Und deshalb bin ich auch heute bei Markus Wipperfürth und bei den ganz vielen Helferinnen und Helfern. Und er steht ja quasi wie ganz viele für die Helferinnen und Helfer hier im Ahrtal, die immer noch da sind, die mit uns durchhalten. Und wir wollen jetzt als nächstes auch, beginnend morgen mit der Zukunftskonferenz, unser Ahrtal wieder aufbauen. Das wollen wir machen, das sind wir denen auch schuldig, die dieses Ahrtal vor uns aufgebaut haben, unseren Eltern, unseren Großeltern und letztendlich auch denen, die in dieser Flut nach ihr Leben verloren haben. Das ist unsere Aufgabe und der wollen wir gemeinsam nachkommen. Was ist das genau, die Zukunftskonferenz morgen? Ja, das ist so der erste Auftakt, wo wir ein Zeichen setzen wollen des Wiederaufbaus. Das soll passieren, indem wir zunächst einmal die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister der einzelnen Kommunen zusammennehmen mit denjenigen, die uns beim Aufbau helfen können. Das sind also die Leute, die für Infrastruktur zuständig sind. Egal in welchem Bereich, ob das Gas ist, ob das die Telekom ist, ob das Straßenaufbau ist, ob das letztendlich Aufbau der Wasserleitungen und Ähnlichem sind. Oder bis hin zur Infrastruktur, wenn es darum geht, die Ahrtalbahn wieder aufzubauen. Das ist nur ein Themenbereich. Es gibt einen weiteren, den ich exemplarisch nennen will, Hotellerie, Gastronomie, Tourismus. Davon, wo wir Jahrzehnte von gelebt haben. Und das in Kombination mit Weinbau und Landwirtschaft. Es gibt ganz sechs runde Tische insgesamt, bis hin zur digitalen Infrastruktur, die ich eben noch vergessen habe. Und wir wollen unser Tal modern machen. Wir wollen es wieder aufbauen. Wir wollen auch Modellregion werden. Dazu sind wir gerne bereit. Und das Wichtigste ist, dass wir das Ganze auch vom Aufbau her strukturieren. Dass klar ist, was brauchen wir im Moment. Der Winter steht vor der Tür, damit ist klar, wir brauchen auf jeden Fall zunächst einmal Heizungsmöglichkeiten. Das ist so ein erster Step. Wir brauchen außerdem ein Hochwasserschutzkonzept. Ganz, ganz wichtig. Wir müssen die Leute hier auch wieder informieren können, vor allen Dingen auch ein Alarmsystem installieren. Ist ganz wichtig. Und dann entwickelt sich das Ganze natürlich weiter zu mittelfristigen Konzepten. Das heißt, was so in 2 bis 5 Jahren passieren muss, bis hin zur Tatsache, dass wir in 10 Jahren hoffentlich die A besser entwickelt haben, da bin ich mir ganz sicher, als sie
vor dieser Katastrophe war. Ich sehe darin unsere gemeinsame Aufgabe und wir hier an der A wollen das gemeinsam wieder aufbauen und wir sind für jede Hilfe dankbar, die wir dafür bekommen. Und ich will nicht vergessen zu sagen, wir wollen unser Ahrtal als diejenigen, die hier leben und wohnen, aufbauen, aber uns sehr wohl Expertise, auch wissenschaftlichen Fortschritt, alles von außen mit dazu holen. Das geht nicht von heute auf morgen. Dazu brauchen wir Input und dafür sind wir auch letztendlich angetreten und dankbar, dass wir das so umsetzen wollen. Und das ist sicherlich kein Langlauf, sondern das ist ein Marathon, was da ansteht. Und dafür brauchen wir viel Durchhaltekraft und Vermögen. Und ich bin der festen Überzeugung, gemeinsam werden wir das anpacken und gemeinsam werden wir das auch umsetzen. Ja, da bin ich ganz fest von überzeugt. Ne? Danke dir. Und brauchen da ein paar Zugpferde ganz vorne und dann läuft ganz das schon. Ganz genau, die braucht man dazu. Ja. Ja, so, dann geht's jetzt weiter mit dir. Genau, Wiederaufbau und Marathon sind, glaube ich, da die Stichpunkte. Wir haben uns gedacht, dass wir halt mit bautmitauf.de eben genau diese Plattform schaffen könnten, eine Unterstützung schaffen könnten, wo sich eben die Projekte, die Betroffenen tatsächlich mit Projekte darstellen, wo halt ein Haus abgebildet werden kann und wo dann Betriebe und freiwillige Helfer direkt kontaktieren können. Also der Vorteil ist hier in diesem nächsten Schritt, dass ich sagen kann, das ist mein Projekt, ich bin betroffen, ich habe ein Haus, ein Einfamilienhaus mit den folgenden Aufgaben, die in den einzelnen Schritten halt erledigt werden müssen. Und das ist das, was wir hier organisieren wollen als Koordinationsplattform, wo jeder Betrieb sehr schnell den Kontakt zu dem Haus finden kann, also zu den Betroffenen finden kann oder auch der private Helfer die Betroffenen kontaktieren können. Betriebe können sich schon seit 3 Wochen installieren. Wir haben über 500 Betriebe auf der Plattform und Projekte können sich eben seit gestern online stellen. Und deswegen ist das jetzt nochmal nochmal die Gelegenheit, wir waren ja vor 3 Wochen, haben wir schon zusammengesessen, Markus, über das Thema gesprochen. Und jetzt geht es halt wirklich darum, um zu schauen, wird es von den Betroffenen angenommen? Könnte das eine Plattform sein, die jetzt wirklich die Koordination in der Zukunft halt umsetzen kann? Und darum geht es jetzt. Also liebe Betroffene, wenn ihr ein Projekt habt, wo ihr sagt, ihr braucht noch Unterstützung, sei es von Freiwilligen, aber auch von professionellen Handwerkern, dann registriert euch. Bautmitauf.de ist ein ehrenamtliches Projekt, es ist kostenfrei, ihr braucht nichts zu befürchten. Ihr müsst euch halt darstellen und wenn ihr mitmachen wollt, ja, geht auf Betrieb registrieren, registriert euch, so wie viele das hier schon gemacht haben. Ihr könnt angeben, ob ihr kostenpflichtig arbeitet oder auch ehrenamtlich und ihr habt direkte Möglichkeiten, eben dann den Kontakt zu den Betroffenen zu suchen und die Region halt aufzubauen. Und hier ist jetzt ganz viel Ahrtal gekommen. Bautmitauf.de ist absolut für das Ahrtal. Wir sind im Ahrtal gestartet, natürlich. Aber es ist auch für die anderen Krisengebiete, die wir natürlich nicht vergessen dürfen. Und es soll eine übergeordnete Plattform sein. Also nutzt es und helft euch fleißig gegenseitig. Ja. Jetzt kam gerade hier von der Handwerkskammer, schrieb gerade einer, dass das irgendwie ein bisschen unstimmig gewesen wäre und die das nicht unterstützen würden. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen? Die Handwerkskammer, die steht natürlich für die Betriebe. Es gibt auch eine Plattform von der Handwerkskammer, wo die Betriebe noch gewonnen werden. Und ich fände es schön, wenn das zusammen connected wird. Selbst die Handwerkskammer hat da ihr eigenes System, aber wo man sich auch eintragen kann. Also das ist von der Handwerkskammer auch organisiert. Ja. Also jetzt wurde gerade noch, ich lese so ein bisschen mit, was ihr schreibt. Mit ein paar Ausrufezeichen, man soll die älteren Menschen nicht vergessen, weil die mit solchen modernen Medien natürlich Schwierigkeiten haben. Ne? Ja, genau, deswegen sitzen wir auch heute hier zusammen. Da gibt es einen Vorschlag, dass wir wir haben ein Admin-Panel, ein Backend, ja, wo beispielsweise Koordinatoren, Bürgermeister sich in dieses Backend eintragen können oder Vereinsmitglieder, die im Ort halt gut vernetzt sind und die könnten diese Aufgabe übernehmen, bei den Älteren dann ins Haus zu gehen und die zu fragen, können wir das für dich eintragen, können wir das mit übernehmen? Also wenn man da diese Reichweite nutzen möchte. Also diese Funktion gibt es und da müssen wir jetzt überlegen, ob wir es halt so organisieren wollen in Zukunft. Aber das könnten wir technologisch abbilden. Das wäre jetzt erstmal der erste Aufschlag. Aber
ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Lösung wird, aber das bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Jetzt müssen wir schauen, ob das auch an offizielle Stelle gegeben werden kann, ob das da weitergeführt werden kann. Wir wären gerne bereit dafür, das groß zu machen, und wir sind für jeden Partner offen, der diesen Menschen helfen will. Ja? Also wir sind selber betroffen von dem Unglück, also die Programmierer dahinter, der Torben, Meng und Sven, um mal drei Namen zu nennen, die sind alle drei betroffen. Und die haben in den ersten drei Wochen Themen mit ihrer Familie gehabt. Wir waren ab dem dritten oder vierten Tag waren wir hier im Ahrtal und haben selber geholfen. Und die Idee ist genau aus dieser Situation heraus entstanden, dass als wir Schlamm geschüttet haben und Estrich ausgekloppt haben. Ja. Und als wir dann mit den Familien und denen erstmal geholfen hatten, dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das größere Rad drehen. Vielleicht können wir einfach einen größeren Beitrag leisten und haben halt die Plattform programmiert. Und ja, Torben, Meng und Sven, die können das zum Glück. Ich selber auch nicht, ja, ich bin kein Programmierer. Aber ich habe das Konzept eben dafür entwickelt und stehen jetzt zur Seite. Und das Konzept entwickeln haben auch noch viele andere. Also eigentlich hier im Zelt haben wir das entwickelt zusammen. Ich bin nur derjenige, der das weiße Blatt genutzt hat und einfach ein bisschen was gezeichnet hat. Ja, ich finde das super. Klasse Sache. Gibt es noch irgendwas Spezielles, was du dazu erklären möchtest? Oder sind wir jetzt erstmal so durch und jeder soll sich mal da reinklicken und mal durchschauen? Wir schauen, was wir daraus machen können, und wenn es Ideen gibt, wie man es weiterentwickeln kann, wir wollen halt einfach den Menschen hier helfen. Mehr wollen wir einfach gar nicht. Ja, genau. Deshalb sitzen wir alle hier. Und das ist mir auch völlig egal, weil eben kam wieder, hier wird ein bisschen Wahlpolitik oder Wahlwerbung gemacht. Absolut nicht. Das haben wir eben auch als Gesprächsthema gehabt. Es ist völlig egal, welche Partei du hier angehörst oder sonst was. Wir müssen hier zusammen an einem Strang ziehen, um die Sache hier durchzukriegen. Ich habe auch nächste Woche mit der SPD einen Termin. Mir ist das persönlich auch völlig egal. Ich möchte einfach nur zeigen, wie wichtig es ist, dass hier die Politik wirklich sich bemüht, weiterhin bemüht und bei dem Thema bleibt hier. Ne? Wir haben genug Themen hier vor Ort, da müssen wir nicht weit gucken. Ne? Und das ist einfach der Grund, weshalb ich das ja auch hier immer wieder nach oben bringe, auf meiner Facebook-Seite, und dementsprechend, das Interesse ist ja da, gucken gerade 3.500 Leute zu, und das ist ja eine gute Sache. Ne? Vielen Dank, Max. Ja, ja, danke. Und vielen Dank an euch, ne, dass ihr hier seid. Gerne. Und wir gehen jetzt mal zum Baustoffzelt runter, um mal zu zeigen, was sie hier schon getan hat. Ne? Dankeschön. Danke, Mann. Ich gehe jetzt mal hier durch. Ne? Sollen wir einmal hier lang? Also, wir sind hier an der Werkstatt. Ich habe jetzt nicht gefragt. Hi, ich darf hier filmen? Ja, ne? Der Rasenmäher ist kaputt. Na klar! Hier wird überall repariert. Überall fleißige Jungs hier. Und ich wollte dem Horst Wies nur mal kurz zeigen, was hier alles läuft und wie es hier läuft. Das ist einfach Wahnsinn, was hier heute los ist. Und es hört nicht auf. Und das finde ich so hervorragend. Es werden immer mehr Reparaturzelte hier und Arbeitsflächen. Hier werden überall Geräte repariert. Ne? Ja, ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist echt toll, was die hier machen. Also hier ist richtig was los. Ja, ja. Alles Geräte, was wir hier bauen. Hallo? 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 Darf ich mal reinfilmen bei euch? Ja, klar. Ja. Also hier ist der Motorradclub Waldpforzheim, neu gegründet. Hier werden die ganzen Mopeds wieder auf Vordermann gebracht. Einfach klasse. Ich bin so ein bisschen außer Atem, weil wir ein bisschen Stress haben, weil der Horst Kies jetzt weiter muss. Darf ich filmen? Darf ich euch filmen? Ich finde das hier unfassbar. Das ist doch, das geht eigentlich Herz auf, oder? Unglaublich. Das ist unglaublich. Hier werden Elektrogeräte repariert und hallo. Hi, ich finde das so genial, was ihr hier macht. Ja, ja. Also, der wievielte? Erste Tag. Ja. Deine Firma buche, ich habe so schlecht gewesen, musste ich los. Das ist so krass. Ja. Unfassbar. Da haben wir einen Wind dafür. Hi. Das ist schön. Ein Zusammenhält hier. Gleich gibt es noch Tassen. Tassen gibt es gleich. Ja, und hier. Kriegst du wieder ins Laufen? Hi. Die Chancen stehen gut, glaube ich. Schauen wir mal. Das ist echt. Ich hab sowas im Leben noch nicht gesehen. Was sich alles selbst entwickelt hat. Das ist unglaublich, ja, ja. Was hier noch repariert wird wieder, das ist schon krass. Ne? Ach, hallo Stefan, alles hallo. Du hier bist. Wegen dir bin ich da. Wegen mir, darf ich dich filmen? Ja, natürlich, klar. Also er ist wegen mir gekommen. Ja, extra genau. Wegen mir. Ich schaue mir die ganze Zeit deine Videos und mir laufen die Tränen runter, dass ich nicht kommen kann.
Aber du bist doch hier immer. Diese Woche einmal hierher. Und was machst du hier? Geräte reparieren. Also schaut euch das nochmal an. Das ist die Werkstatt hier für Elektrogeräte und das sind alles Fachleute hier. Es ist unfassbar. Ja. Was machst du im normalen Leben? Ich bin Betriebsleiter in einer kleinen Firma und ich muss jetzt einfach raus. Ja. Hat funktioniert eine Woche, das geht immer. Und heute Morgen gekommen, bis Sonntag und dann geht's wieder heim. Ja. In den tiefen Süden. Von Rottweil komme ich. Aus Rottweil, ja. Kennst du den Kapsner? Nein, sagt mir nichts. Aber es sind einige aus unserem Süden hier. Yeah. Der Schreitbagger ist nicht weit weg, wo ich da immer gesehen habe in deinen Videos. Ja. Ja. Ja, also ich bin total begeistert. Machst du? Also man denkt ja dann irgendwann, es wird weniger, aber nein, es wird nicht weniger. Hör mal, der ist doch neu, den brauchst du nie aufmachen, oder? Er geht nicht mehr. Von den Zahlen kaputt. Weiter. Das ist echt der Hammer. Da geht mir das Herz auf, wenn ich euch hier sehe. Ne? Es macht doch wahnsinnig Spaß. Ey, wir haben nach 17 Uhr, ist doch Feierabend, oder? Echt? Kriegst du gar nicht mit. 18 Uhr, 30 Uhr, Feierabend. Und morgens 8. Morgens 8 ist Arbeitsbeginn, bis 18 Uhr wird hier gearbeitet. Ne? Also gleich gibt es ein paar Tassen für euch oben im Helferzelt. Ja? Oh. Ich hoffe, dass noch genug da sind, aber ich glaube ja. Ja, aber hier ist ein Container, haben wir heute abgearbeitet, alles aus dem Helferzelt. Den kleinen Container habt ihr repariert? Ja, genau. Ja, ich muss leider los. Oh. Hier, ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Du musst nur einen Blick ins Materialzelt werfen. Ja, einen Blick. So, einen Blick machen wir noch ins Materialzelt. Okay, aber danke schön von Herzen. Meine Freundin hat gesagt, wenn du den Markus siehst, ja, grüße ihn ganz herzlich von mir und sage mir, es ist der Grüße. Also das ist der Beweis, er hat es mir gesagt. Danke. Ja, grüß okay. Ich grüße deine Freundin, ja? Danke. Okay, vielen Dank. Und du reparierst Mopeds hier? Ja, ich muss jetzt wieder nach Hause. Ich war nur Hilfskraft. Also ich bin nur Hilfskraft. Trauber, ja, also er ist nur Hilfskraft. Ja, ich bin nur Hilfskraft. Azubi. Ah, hier ist das richtige T-Shirt. Ja. Hi Markus. Hi. Ja, genau. Herzlichen Dank. Du bist auch am Reparieren hier, oder was? Ich organisiere die Teile. Also ich bin so für die Organisation im Hintergrund mit zuständig. Und das funktioniert alles? Im Moment haben wir ein gutes Team mit guten Leuten, das funktioniert. Wir bräuchten noch mehr Schrauber. Also Schrauber wären echt wichtig, dass wir mehr Motorradschrauber hier haben. Was denn mehr, so Japaner oder? Alles. Wir haben alles. Also wenn du mal ins Zelt reinguckst, wir haben von der Shopper... Hier hinten über die normalen Reiskocher ist im Endeffekt alles mit dabei. Die normalen Reiskocher, hier wird schon wieder gelästert, hör mal. Vespas, ganz alte Schätzchen. Wir haben hinten, wir haben einen Container noch voll mit Motorrädern, die gemacht werden müssen. Und es scheitert im Moment am Manpower. Okay. Der Tom, das ist unser Haus- und Hofschrauber, der ist mega genial. Der hat jetzt, wie viele Wochen warst du hier? Ich weiß, mit Vater und drei Wochen hier. Genau. 3 Wochen hier. Und der muss auch heute nach Hause und ich komme aus Neunkirchen-Seelscheid, also ich bin öfters hier. Ja. Aber wir brauchen halt wirklich Leute vor Ort, die richtig gut schrauben. Das wäre super. Okay, wir brauchen Schrauber. Ich muss noch, vielleicht komme ich gleich nochmal wieder. Ich habe ein bisschen Zeitdruck gerade. Ja, mach das. Vielleicht bis gleich. Ja? Ciao. Also, einfach nur genial. Hier ist die Containerstadt. Ich laufe gerade noch dem Horst Gies hinterher, der hat nicht viel Zeit. Da ist er. Ich denke, wir verabschieden uns jetzt und ich filme mal ein bisschen weiter dann noch. So. Ihr seid weg, oder? Dort hat ein Zelt noch gucken. Ach so, ja. Hier können wir von der Seite reingucken, aber da sieht man nicht viel. Ne? Da gehen wir vorne rein. Hallo. Hallo. Habt ihr alles gefunden, was ihr braucht? Ach, wow. Wir sind halt nicht sehr anspruchsvoll. Ach, der Herr. Darf ich euch filmen, oder? Was? Darf ich euch filmen? Ja. Und was sagt ihr zu dem Baustoffzelt hier? Super. Einfach super. Ja. Klasse, ne? Die Auswahl ist gigantisch. Und die Hilfsbereitschaft von den Freiwilligen Helfers. Wahnsinn, ne? Ja. Die ist ganz enorm. Sie sind zwar im Landtag, aber von der Regierung sind wir ein bisschen enttäuscht. Wir sind ja leider nicht in der Regierung. Genau, aber sie machen das immer den Freiwilligen Helfern.
Ja, okay. Jetzt, oder wenn ich suche, du darfst sagen. Ja, natürlich. Du bist doch alle untereinander. Wir sehen hier genauso. Genau, auch das. Auch das, ne? Aber von der Zivilbevölkerung sind wir ganz begeistert. Ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ist unglaublich. Die kommt ja von Kiel, München, Braunschweig. Ja, ist alles da. Kommt alles jeder der Hilfe. Ja, ich habe auch gesagt, unfassbar. Und das Wichtigste aus hier, der nach Hause fährt, der sagt, oh, wir haben das gerne gemacht. Ja, genau. Das ist wichtig. Ja. Ja, das gut von Herzen. So ist das. Ja, ja, absolut. Genau. Ne? Genau. Auch im Weinberg für uns. Ja. Ja. Wir hatten auch Trupps dort, die mit den Blättertannen unwahrscheinlich. Ja. Und die wollen zu Drogen, das wollen die wieder. Richtig, genau. Wir haben so viele Telefonnummern ausgetauscht. Ich kann nicht hören. Also das Lob geht an euch alle hier, ne? Die hier zugucken und hier geholfen haben. Und an die, die hier im Hintergrund organisieren. Ne? Weil hier gucken ganz viele zu, die natürlich auch mit organisieren, Baustoffe schicken. Ja. Ja. Alle, die mit anpacken und mitdenken. Zeig mal bitte, Hier ist wieder Weihnachten. Hör mal. Hier ist der Andi, der die tollen T-Shirts und die Tassen macht. Wenn du die hier bei den ganzen Helfern verteilst. Ich habe die gesehen in der Elektrobude, deswegen bin ich hingefahren. Ja, stimmt. Das bleibt ja nicht unter uns, was ich hier sage. Ne? Da gucken ja viele zu. Willst du noch mal mit zur Mitte laufen, oder? Ich gehe noch gerade mit ins Baustoffzelt. Aber hier, da komme ich vor, dann fangen wir da an. Also der Andi ist auch volles Rohr mit dabei, obwohl er die Firma zu Hause hat, die ja nicht klein ist. Ich bin jetzt Tag Radlader gefahren. Ich habe 24 Paletten in Sattelzug abgeladen, aber es macht mega Fun und wenn es nicht fehlt, kommt alle her. Ich habe daheim auch genug zu tun, aber es läuft. Es gibt ganz wenige, wo sich beschweren, wo ein bisschen schieflaufen ist, aber 99% alle super zufrieden, glücklich mit deinen T-Shirts. Ja. Wir haben uns ja vorher gar nicht gekannt, ne? Das ist echt ein toller Zufall. Aber und du hast eine geile Frisur, muss man sagen. Ja, ich war und der Wart ist auch gemacht worden. Okay, ich komme vor. Ja. Und dann starten wir da. Okay. Und da ist der Matthias hier. Hier trifft sich gerade alles irgendwie mitten auf der Straße. Du weißt mit der Frittenbude. Läuft sie noch weiter oder ist Ende? Ja, wir ziehen um hier unten hin. Hier hin zieht ihr? Ja. Okay. Dass wir hier mehr so die Arbeiter versorgen können. Ja. Und dass oben im Zelt mehr so die Bevölkerung da, dass da oben mal so ein bisschen vom Vogel wegkommt. Also das ist ein bisschen ruhiger wird. Okay, das ist aber jetzt schlecht für dich, wenn ich jetzt sage, dass die Frittenbude hier unten ist, weil dann ist hier morgen die Hölle los. Ne? So, dann sagst du nicht. Also vergesst das mal, was hier gerade gesagt wurde. Aber hier, ein ganz besonderer Mensch, er hat hier die Frittenbude organisiert. Wie viele Wochen bist du jetzt dabei? Ja, seit Anfang an. Ich glaube, sind es jetzt 7 oder 8. Wir machen gerade die 8. voll. Ja. Ja, die machen wir voll, genau. Genau. Also Samstag nach der Flut sind wir hier gelandet. Und ab Dienstag nach der Flut hatten wir ja den Imbiss dann schon installiert hier. Ja. Oben noch am Holger. Also, ganz toller Helfer hier. Helfer mit Herz. Ja. Danke dir. Gut, alles klar. Okay. Wir quatschen da hinten. Ja. Noch weiter? So. Beide in der Genossenschaft in Walpertsheim als Winzer. Wir haben 2 Hektar alleine verloren, die beiden. Das ist viel, ne? Das ist richtig viel hier für die A. Durchschnittsgröße ist 3 Hektar oder was? Ne, ist sehr unterschiedlich. Aber wenn man allein überlegt, dass wir nur 560 Hektar an der ganzen A haben, als der kleinsten Gebiete, tut jeder Hektar, den wir verlieren, natürlich weh. Ne? Ja, das ist kann ich ganz verstehen. Enorm. Die hatten halt 2 Hektar in A-Nähe und haben allein 2 Hektar verloren. Ja, Wahnsinn. Das ist so unfassbar. Hier ist alles beschildert. Ja, Milch, jawohl. Und alles kostenfrei hier. Alles kostenfrei. Und hier Fachberater, ne? Sonst findet man sich ja auch gar nicht zurecht hier bei dem anderen. Oh, ich muss gerade unterscheiden. Moment. Ich halt mal stramm. So. Oh. Dankeschön. Grüße aus der Altmark. Dankeschön. Ja. Ich filme jetzt mal so ein bisschen ohne Leute, weil ich hier jetzt nicht fragen kann. Wahrscheinlich. Ja, Ladendiebe kriegen hier Depressionen, wenn die hier reingehen. Ne? Ja. Die sind ihren Job los.
Hallo. 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 Ach, hi. Hallo. Also den Herrn Gies kennt ihr jeder. Das ist unfassbar. Und er hat ja wirklich auch 50 Leute in den Fluten hier verloren, die er kannte. Das muss mal festgehalten werden. Wer die Rede kennt, weiß das. Und ja, hier kommt die ganze Sackware jetzt rein, die oben auf der Straße stand. Tu mal rein, sonst müssen wir dann umtragen. Tu mal rein jetzt. Ja, können wir machen. Ganz wichtig, der Thomas Bünger aus Buxtehuden ist der Spender, der hat 200 Tassen gespendet. Der hat ja schon mal 200 Zittling-Shirts gespendet, wo wir verteilt haben. Und allein durch die Tassen gehen 1300 an die Opfer, an die Kreissparkasse Ahrweiler. Wie hoch sind wir jetzt bei? Ich bin hier da und fahre Radlader. Also das letzte Mal am Samstag waren wir bei 141.000 Euro. Also ihr habt 141.000 Euro durch den Kauf von T-Shirts und allem anderen Kram allein über meinen Kanal jetzt Nur deine Shirts gespendet. Ne? 143 waren es. So, jetzt laufen wir zusammen rum, oder? Ja, genau. Es gibt Geschenke. Für alle Helfer. Könnt ihr erst nach Stufen teilen. Kaffeetässchen? Dankeschön. Original. Man muss jetzt immer aufpassen, das ist original. Danke dir. Darf ich euch filmen? Ja, ne? Ja. Hier, du auch, natürlich. Fleißiger Helfer, der ist schon öfters hier gewesen und lange. Bitte schön. Trotz einem Handfrei. Eine Tasse von Markus, vom Spender, vom Thomas Bünger. Hier, er auch. Ach, Thomas. So, ich möchte dir eine Kaffeetasse überreichen. Ja? Hier bin ich hier. Wegen mir? Hier bin ich hier. Ich versau den so vielen Leuten, dass... Darf ich dich filmen? Das ist mein zweiter Ritterschlag für heute. Alles. Das ist mein zweiter Ritterschlag für heute. Erst habe ich das zusammenhält. Ah. Und jetzt noch eine Tasse. Oh. Ja, ihr seid alles Ritter hier und Helden. Ne? Das hier, er auch. Dankeschön. Bitteschön. Hallo. Hallo. Eine? Hey, danke. Vielen Dank. Ich filme, ja? Ist alles okay. Gerne. Super. Gerne. Was ihr macht, ist wirklich super. Also Hut, also Kappe ab, ne? Also einmalig. Einmalig ist klasse. Ich finde das super, dass ihr hier seid. Ne? Ohne euch wird das hier nicht laufen. Das funktioniert nur mit uns allen zusammen. Es muss ja weitergehen, ne? Ja. Immer wieder weiter. Oben die ganze Bundesstraße steht, glaube ich, noch voll mit. Ja, wir haben heute das hier alles sortiert. Da sind wir jetzt hier bei. Einer hatte angefangen am Wochenende. Ja. Also hat hier Verbindungsstücke und alles ohne Ende. Also vielen, vielen Dank an die ganzen Firmen, die das hier alles gespendet haben. Ihr seid wirklich fantastisch. Einfach fantastisch. Kann man nicht anders sagen. Ne? Vielen, 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 vielen Dank. Wirklich. An jeden Einzelnen, der hier irgendwas gespendet hat. Inklusive an wen? Wer hat die Tassen gespendet? Thomas Bünger aus Buxtehude. Zum zweiten Mal einmal 200 T-Shirts, jetzt 200 Tassen. Absolut super Sache. Ja. Du hast schon Tasse? Warte, ich brauche noch eine. Aber die musst du mitnehmen. Da muss ich jetzt noch mal kurz aufnehmen. Also, da sage ich Dankeschön. Die kriegt jetzt einen Ehrenplatz im Büro. Ich sage vielen, vielen Dank nochmal für alles, was ihr hier tut. Für uns, für uns hier an der A. Und wir können uns nicht genug bedanken. Denn das hört man immer wieder, das hörst du, Markus, auch immer wieder. Wenn ihr nicht hier wärt, hätten wir es verdammt schwer und längst nicht so weit geschafft wie bisher. Und ihr macht uns immer wieder Mut und dafür bin ich einfach dankbar. Dankeschön, nimm's mit. Das ist selbstverständlich, das ist selbstverständlich. Für alle die vielen Helferinnen und Helfer, die hier sind, genau, hier waren und die uns in Zukunft noch helfen werden. Dankeschön. Danke dir. Ne? Also, gut, dass ihr da wart. Danke. Ne? Danke. Tschüss. Tschüss. So. Wenn du kannst. Also ich bin um 1:30 irgendwo eingeladen morgen, aber ich weiß gar nicht wozu. Nee, es ist morgen Abend um 17 Uhr. Ah, okay. Schicken wir ihn mal rüber, ne? Okay. Beziehungsweise 18 Uhr, nicht 17 Uhr. Ja. Handy, also, Handy mit dir am besten. Habt ihr irgendeiner hat doch angerufen. Ja, ich habe mit dir gesprochen. Ja. Ja. Ich genau. Über Handy. Ja? Alles klar. Also. Danke, ne? Tschüss, ne? Ja. Danke. Tschüss. Ja, Andi, was sagst du zu der ganzen Aktion? Das ist doch... Hammer, absolut. Also, besser geht nicht. Nicht zu toppen, da haben wir noch einen.
Hey, er hat schon. Er hat schon. Nee, absolut gigantisch breit. Der hat die Hände voll. Hallo. Du kriegst eine Kaffeetasse. Du hast eine Tasse gewonnen. Herzlichen Dank. Hast du gewonnen. Da drin gibt es kein Spiel. So, stopp. Das ist da. Hier. Ich filme euch, ja? Ist okay? Ja, alles klar. Ja. Genau. Also du hast ja an einem Gewinnspiel teilgenommen und eine Tasse gewonnen. Okay. Die kann ich gebrauchen. Ich bleibe ja noch bis Januar hier. Ich bin hier keine Videos, ist gerade der Garten. Ja, das okay. Ist aber du hast dafür eine Tasse gewonnen. Danke. Also hier werden überall Tassen verteilt. Und natürlich. Ich habe dein Video ist auch noch aufgesetzt. So, ich wollte auch hierher. Ich habe gedacht, nachher. Ja, das stimmt ja nicht. Ja. Danke dir. Ich danke dir. Ja, ihr seht, was hier los ist und wie das hier läuft. Und es ist einfach gigantisch. Hier kommen Autos mit Hänger, hier kommen Transporter. Selbst gestern am Sonntag war hier die Hölle los und die Leute wollen einfach voranmachen, brauchen Baustoffe. Ist alles hier vorhanden und darf ich filmen? Hast du schon eine Tasse? Super, ja, gerade bekommen. Okay, super. Gerade alles angereist und schon dabei. Mittendrin, ne? Das geht so schnell hier. Also das macht auch jedem Spaß, hier wirklich mitzumachen, weil das ist einfach eine richtig geile Community. Hier ist Bauholz. Hier sind Platten in allen möglichen Ausführungen. Oben auf der Bundesstraße steht noch ganz viel. Und wirklich, man weiß, wie teuer Baustoffe im Moment sind. Und ich finde es einfach so genial, dass hier einfach geliefert wird und den Leuten geholfen wird. Echt klasse. Dann gehe ich mal gerade hier zum Containerdorf. Und ich glaube, da habe ich eben auch eine gute Info bekommen vom Horst. Muss ich gleich dem Willem mitteilen. Und ich denke, das wird den Willem auch freuen. Ich möchte es hier noch nicht sagen, aber ihr könnt euch denken, dass es eine gute Nachricht vielleicht gibt. Hier ist das Containerdorf, was der Willem hier hingestellt hat und bezahlt hat. Matratzen vom deutschen Bettenlager. 50 Matratzen. Darf ich nicht filmen? Ja, darfst du. Vom dänischen Bettenlager. 50 Matratzen vom dänischen Bettenlager sind gesponsert worden. Ja, sind heute angekommen. Vielen Dank ans dänische Bettenlager. Genau. Ne? Also hier dürfen Firmen genannt werden. Ja, ja, die sind gerade dabei, die einzuräumen. Du siehst so glücklich aus. Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich gehe mal hier lang, weil ich war noch nicht hier drin. Ich glaube, hier wird noch überall geputzt. Hallo. Hi. Pennt ihr hier drin oder was? Nee, wir sind hier in der Nummer drin. Also ja, ja. Aber ihr seid Helfer oder was? Helfer, ja. Darf ich euch filmen? Ja, ja. Kann man bei euch nur mal reingucken? Oder? Gerade schlechten Kollegen geht es ein bisschen scheiße von der Arbeit. Ja. Echt? Überanstrengend oder was? Ja. Okay. Klar, dann besser nicht. Ich filme mal kurz hier rein. Ihr seht, wie es hier aussieht. Hier können die Helfer schlafen. Ja, ist alles. Ne? Und das ist einfach. Ich wusste gar nicht, dass die schon in Benutzung sind. Ja, ich denke schon seit 2 Wochen ungefähr. Strom und Wasser habt ihr, oder? Stromzugang haben wir und Licht. Also Strom, ja, Licht, Strom ist da. Perfekt. Bitte? Ja, ja, das geht live. Wo? Auf Instagram? Nee, auf Facebook. Markus Wipper für Lohnunternehmen. Grüße an alle. Danke, ne? Hier scheint Büro zu sein. Hallo? Ja, hi. Hi. Ich will nicht reinfilmen, hier sind zu viele Leute drin. Ne? Also ich glaube, hier ist Büro. Genau, Büro ist hier. Und hier läuft... Schlüsselausgabe. Ah, da ist Schlüsselausgabe. Hier ist schlimme Musik, hier muss ich schnell weg. Und ich gucke einfach mal, was hier los ist. So sieht es hier aus. Also ihr könnt hier schlafen, wenn ihr helfen wollt. Alles kein Problem, alles organisiert. Alles aus Eigeninitiative. Willem Hartmann ist hier der, der Bekloppte. Hallo. Ah, hier sind die Duschen. Darf ich dich filmen? Oder? Ja, ja. Also du machst jetzt hier so einen rutschfesten Boden rein, oder was? Ja, reinlich jetzt wieder zum Rausnehmen, damit man auch unter sauber machen kann, weil hier Stege war. Ah, okay. Unfassbar. Also Duschen sind hier, Toiletten sind hier, ne? Alles da. Ihr dürft, das ist gut. Echt krass. Also...
Hi. Hi. Ja? Ihr seid die Schlösser am Einbauen, oder was? Ja, auch. Und dann Mädchen für alles. Na? Das ist das Mädchen für alles, ja, hier. Oder auch Installateur und das Kochen. Und Kochen war ich oben. Ah, okay. Gemacht und ja, da war ich ja gestern auch da oben. Ne? Ja, ja, habe ich auch gesehen. Ja. Ja. Einfach genial, was ihr hier macht. Ne? Vielen, vielen Dank. Wird dazu, ne? Ja, eine Hand packt an und macht immer das, was sie kann. Und dann entsteht sowas hier draus. Guck mal hier durch. Unser Containerdorf, Wilhelm Hartmann, der bekloppte Kerl, der hat das hier ins Leben gerufen. Und ja, hier ist so ein bisschen Wohlfühloase mit Zirbelholz wahrscheinlich. Ja, bei aller Euphorie sieht es dann Richtung A so aus. Und ich wiederhole es immer wieder, hier seht ihr, ist das Schöne, Positive, aber hier ist die Katastrophe direkt nebenan. Hier ruft mich gerade jemand von den Leichenspürhunden an, da gehe ich gleich dran, rufe ich gleich zurück. Da gibt es auch ein krasses Thema zu, was ich aber aus erster Hand dann euch live mitteilen werde. Es wird jetzt wieder gesucht die nächsten Tage in dem Bereich, wo wir in Bad Bodendorf sind. Ja, und hier oben liegt immer noch überall Müll und es ist eine Katastrophe. Nach wie vor ist es eine Katastrophe. Ihr seht es überall, überall liegt Müll, 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 Müll. Müsste überall mal aufgeräumt werden, überall Anschwemmungen, Schwemmgut. Und das ist einfach das, was so krass ist. Also klar, dafür ist das hier alles gebaut, dass die Helfer hier wohnen können, schlafen können. Aber es ist so viel Arbeit noch hier überall. Und ich habe euch ja immer gesagt, Waldpforzheim ist schon echt weit. Aber schaut euch das hier an und es ist noch richtig viel Arbeit zu leisten. Deshalb mein Aufruf, wie bei jedem Video, bitte, bitte vergesst nicht das Ahrtal, vergesst nicht die ganzen Gebiete. Ich habe heute gehört, in Stolberg ist auch noch Katastrophe. Überall ist noch so viel Arbeit, ihr könnt euch überall einbringen. Also bitte, bitte helft uns weiter hier, dass wir den Leuten hier Hoffnung geben und ja, so. Ich denke, ich werde auch mein Video jetzt beenden. Ich habe jetzt nochmal einen Überblick bekommen, wie es hier aussieht. Überall stehen hier Maschinen, zum Teil müssen die repariert werden. Da ist ein Minibagger, da ist das Heck ab. Ich weiß nicht, ob das ein Flutschaden ist oder ein anderer Schaden. Alles zur Reparatur hier. Ich verabschiede mich und werde mal schauen, was es jetzt noch gibt. Bis dann. Tschüss. Ja, was wäre der Abend ohne Wipi TV? Diesmal was später. Ne? Wir waren ja noch Hallo. In Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und wir sollen mit Paul noch eine Runde gehen. Wir zeigen euch mal, wie das geht. Komm, Paul, los. So, wir gehen eine Runde mit Paul. Und gehen wieder rein. So. ja, wir waren ja heute in Waldpforzheim und hatten ja den tollen Termin mit dem Herrn Gies. Und die Maschinen von mir sind heute wieder mitgefahren in dem Waldgebiet, Bad Bodendorf, Lorsdorf, die Ecke. Und da waren ganz viele Fachleute wirklich mit Kettensägen und mit allem. Dann mit schweren Baggern. Wir gehen auf den Berg, genau. Und mit Erdkern, also Paula sitzt bei mir auf der Schulter. Wir gehen noch gerade eine Runde mit Paul, ne? Wie ihr eben gesehen habt. Und ja, das ist da so ein Wust. Da sind Ausspülungen von 1,50 Meter, die voll liegen mit Anschwemmungen. Und eben war noch ein Experte da. Und da von der, die Kinder haben gar keine Spielsachen mehr. Genau, auch nicht. Mit Ausschwemmungen und da war eben noch ein Experte von der Bergrettung und morgen sind auf jeden Fall Hunde mit dabei. Eventuell ja, ergibt sich da noch was und wir haben jetzt noch 2 Tage vom ADD, die wir da aufräumen dürfen, was bezahlt ist. Und danach, laut eines Experten vom THW, sollten wir fertig sein. Die Einschätzung von den Experten, die jetzt die ganze Zeit da am Arbeiten sind, mit den Baggern, mit den Kettensägen, da ist auch ein Bundesförster mit dabei. Ist ungefähr 10 Tage, dann würden wir das schaffen mit der Mannschaft. Ja, das ist der Plan für morgen. Morgen gibt es noch interessante Nachrichten, weil wir Termine haben in Waldpforzheim. So, die letzten Pusteblumen werden jetzt gepflückt hier. Da musst du aber runter, ne? Komm mal her. Einmal runter.
und dann kannst du Pusteblumen pflücken. Und ja, morgen gibt es auf jeden Fall noch interessante Termine. Willem ist morgen auch da. Wir haben gemeinsame Termine und abends bin ich eigentlich auf einer Charity-Veranstaltung, aber ich kann sowas jetzt nicht machen irgendwie. Ich kann gerne über Sachen reden vor Menschen, das ist kein Problem, aber ich kann nichts machen, was mit Feiern zu tun hat oder mit einem schönen Abend. Das finde ich nicht okay. Werde ich noch abklären. Vielleicht komme ich nur dahin, weil man mit mir irgendwie ein Gespräch führen wollte, irgendwelche Politiker, das mache ich gerne, aber ich werde mit Sicherheit nicht feiern oder irgendwie einen schönen Abend verbringen wollen in der Situation. Da waren sich meine Frau und ich wieder einig. Ja, hinter mir werden gerade Pusteblumen gepflückt. Ich zeige euch hier den tollen Sonnenuntergang und die Pferde genießen das auch hier. Und das ist so unser Berg hier, auf den wir dann immer gehen und nochmal den Abend genießen, wenn es so ein schöner Abend ist wie heute. Noch schön warm. Paul Herrmann ist auch mit dabei. Ja, also für mich ist es heute so ein bisschen frustrierend gewesen, weil wir unsere Arbeit, die wir machen wollen, diesen Wald mit der Anschwemmung fertig zu kriegen, nicht so zu Ende bringen können, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir wirklich da das Ding bis zum Ende durchbringen. Schaffen wir nicht in 3 Tagen und dementsprechend müssen wir schauen, wie es da weitergeht. Es gibt auch ganz tolle, was heißt tolle, es gibt ganz schlimme Infos eigentlich, von den Hundestaffeln, da werde ich auch noch morgen was zu bringen, wahrscheinlich in einem Live-Video. Und es ist schon kurios, wie das alles gelaufen ist in den letzten 8 Wochen. Ihr werdet alle mit den Ohren schlackern, aber ich werde mich da jetzt nicht zu äußern. Das sollen die Leute machen, die es wirklich erlebt haben. In dem Sinne, macht's gut und wir sehen uns morgen mit Sicherheit öfters dann wieder oben in Waldpotzheim. Guck mal, ist da ein Igel? Nee. Was hat der da? Paul, ey! Kein Igel. So, macht's gut. Schönen Feierabend. Hallo, Abend, Markus. Wir sind hier noch in den Auen, fleißig am Vorbereiten für morgen. Der Nico ist da hinten auf dem Bagger, auf dem Kleinen. Ich sitze hier auf dem Großen, tue die Haufen nach vorne räumen, dass wir morgen gleich abfahren können. Schauen wir mal, was die Nacht noch so bringt.